Da sieht man, dass da natürlich mit der Kursschwankung dazwischen oder mit der Kursänderung, die er selber bewirken konnte, natürlich einen großen Gewinn erzielen konnte. Zu diesem Zeitpunkt weiß die Öffentlichkeit kaum etwas von den Transaktionen. Jetzt wird bekannt, dass die Hildebrands offenbar Gewinn gemacht haben. 16.000 und irgendetwas Dollar. Das ist, wo in einem satten Gewinn innerhalb von 6 Wochen von 75.000 Franken resultiert. Der Artikel ist polemisch verfasst. Hildebrand wird, Zitat, als Gauner und übler Falschspieler bezeichnet. Die Sympathien für Hildebrand steigen. Die Weltwoche-Polemik empört. Viele haben den Eindruck, reine politische Kampagne der SVP. Hildebrand geht in die Offensive. Er kündet eine Pressekonferenz für den nächsten Tag an und lässt den Prüfbericht auf dem Internet publizieren. Detailliert kann man an diesem Abend nachlesen, wieso die Prüfer zum Schluss kamen, Hildebrand habe erst nachträglich vom Dollarkauf erfahren. Die Prüfer stützen sich auf jenes E-Mail, das Hildebrand an den Nationalbankaufseher Hans Kuhn weiterleitete. Der Kundenberater Felix S., so finde ich heraus, telefoniert deswegen am späten Abend mit Hildebrand. Er weist ihn auf seine E-Mail-Antwort von 8 Uhr hin. Hildebrand erwidert, er könne sich nicht mehr daran erinnern. Es ist das E-Mail, das alles verändert. Am nächsten Morgen wird es ausgedruckt auf Hildebrands Pult liegen. Übermittelt von der Bank Sarasin. Donnerstag, 5. Januar. Gleich beginnt die Pressekonferenz, auf die die Schweiz wartet. Hildebrand weiß, dass sich mit dem E-Mail die Faktenlage entscheidend verändert hat. Seine Position, er habe im Voraus nichts von der Transaktion gewusst, lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Trotzdem erwähnt er das E-Mail nicht. Geschätzte Damen und Herren, ich grüße Sie zu dieser außerordentlichen Pressekonferenz für einmal hier bei uns. Ich möchte auch unseren Bankratspräsidenten, Dr. Hans-Uwe Lackenbass, begrüßen. Die große Transaktion hat meine Frau, die für meine Konten stets eine Vollmacht hatte, am 15. August 2011 ohne mein Wissen um 13.20 Uhr mit E-Mail an unseren Kundenberater, an unseren sehr langjährigen Kundenberater bei der Bank Sarasin in Auftrag gegeben. Ich habe die Bestätigung am nächsten Morgen gelesen und um 7.36 Uhr dem Berater mitgeteilt, dass er in Zukunft ohne meine vorherige Anweisung oder Bestätigung keine Währungsgeschäfte mehr ausführen dürfte. Zugleich habe ich das Geschäft sofort dem Compliance-Verantwortlichen der Nationalbank gegenüber offengelegt in einer kopierten Kopie, in einer Kopie des E-Mails, das ich an den Kundenberater geschickt habe. Meine Damen und Herren, wenn ich mir rückblickend einen Vorwurf mache, dann den, dass ich meine über geldpolitische Entscheide nicht orientierte Frau damals gewähren ließ. Ein überzeugender Auftritt ist das Fazit. Die Frau war schuld und Hildebrand Opfer einer politischen Kampagne. Der Bankratspräsident erzählt später in einem Radiointerview, was hinter den Kulissen passierte. Kurz vor der Medienkonferenz, am Donnerstagnachmittag, vielleicht jetzt eine halbe Stunde vorher, informierte mich der Leiter rechten Dienste, dass offenbar ein neues E-Mail aufgetaucht sei, das Herrn Hildebrand eher belaste. Sofort nach der Pressekonferenz fährt Bankratspräsident Ragenbass deshalb zusammen mit Hildebrand zu dessen Anwalt Professor Peter Nobel.
Er will das E-Mail mit eigenen Augen sehen. Er liest den Text und ist geschockt. Vorsichtshalber lässt er zuerst abklären, ob das E-Mail tatsächlich am 16. August auf dem Computerbildschirm von Hildebrand aufgetaucht ist. Am nächsten Tag, circa um 12 Uhr, ist klar, Hildebrand hat das E-Mail erhalten. Die Computerspezialisten haben es in der Mailbox des Nationalbankpräsidenten gefunden. Inzwischen hat Hans-Uli Ragenbass, der Präsident der Nationalbankaufsicht, eine Krisensitzung organisiert. Es versammelt sich der Prüfungsausschuss des Bankrats, geleitet von Fritz Studer. Einstimmig standen wir hinter dem Präsidenten des Direktoriums. Dann tauchten neue Fakten auf. Ein Mail, an das sich Herr Hildebrand nicht mehr erinnerte. Und das hat an der Glaubwürdigkeit gekratzt. Die Problematik bestand ja darin, dass neue Dokumente aufgetaucht sind, von denen wir vorher keine Kenntnis hatten und die ganze Sache in einem anderen Licht dargestellt haben. So ist das Problem der Glaubwürdigkeit entstanden. Die Bankräte erhalten in diesem Moment noch ein anderes Dokument, den Sarasin-Kundenrapport. Es sind die Notizen des Kundenberaters über sein Treffen mit Hildebrand. Es ist das zweite Indiz dafür, dass der Notenbankpräsident dem Dollarkauf im Voraus zustimmte. Die Bankräte sind wie vor den Kopf gestoßen. Im Dezember haben sie Hildebrand geglaubt, als er sagte, er habe nichts im Voraus gewusst. Jetzt erfahren sie, dass es vor dem Dollarkauf sogar eine ausführliche Besprechung mit dem Kundenberater gab. Sie sehen nur noch einen Ausweg, den Rücktritt von Philipp Hildebrand. Dann verlässt Ragenbass die Sitzung und rennt zum Hauptbahnhof Zürich. Im Zug zum Flughafen trifft er die Bundespräsidentin Evelyn Widmer-Schlumpf. Er will sie über die neuen Dokumente informieren, denn sie hat danach einen Auftritt in der Arena. Nächster Halt, Zürich Flughafen. Angekommen im Flughafen gehen sie gemeinsam ins Hotel Radisson. Jetzt sind auch Hildebrand und sein Anwalt dabei. Die beiden sind der Meinung, die neuen Dokumente seien nicht entscheidend. Ragenbass hingegen betont, die Glaubwürdigkeit des Notenbankpräsidenten sei angeschlagen. Die Bundespräsidentin stellt sich in der Arena hinter Hildebrand. Die neuen Dokumente erwähnt sie nicht. Der Bundesrat hat diese beiden Berichte zur Kenntnis genommen. Wir haben festgestellt, dass diese bestätigten, gestützt auf die Prüfungen aller Transaktionen, es gibt rechtlich keinen Vorwurf. Es wurde nicht gegen ein Reglement verstoßen. Und deshalb haben wir überhaupt keinen Grund, in Herrn Hildebrand kein Vertrauen mehr zu haben. Wir haben uns auch die moralischen Fragen gestellt. Herr Hildebrand hat dazu gestern Stellung genommen. Für uns ist die Situation so, dass wir sagen, wir haben keinen Anlass zum Sagen, mit Herrn Hildebrand kann man nicht zusammenarbeiten. Und jetzt noch was, das ist mir schon noch ein Anliegen, dass man die eine Seite, die muss man und hat man aufarbeiten müssen, das ist sicher richtig so. Die andere Seite, die mich auch beschäftigt, wie kommt man dazu, solche Daten zu kopieren, sie jemandem zur Verfügung zu stellen und dann so in dieser Form weiterzuverwenden? Das beschäftigt mich sehr stark, denn ich halte das Kundengeheimnis hoch, wie ein Amts- oder Arztgeheimnis. Das beschäftigt mich sehr und ich denke, jetzt müssen wir auch diese Seite anschauen. Und diese Untersuchung muss wirklich ganz knallhart laufen. Am nächsten Tag. Selbst SVP-Politiker sind der Meinung, Hildebrand solle bleiben. Niemand ahnt, dass in der Nationalbank eine weitere Krisensitzung stattfindet. Der gesamte Bankrat trifft sich. Fritz Studer und Hans-Uli Ragenbass informieren über das Ergebnis der Sitzung vom Vortag. Sie schlagen den Rücktritt vor, zeigen das E-Mail und den Kundenrapport.
Philipp Hildebrand kämpft um seinen Posten, verweist auf seine internationalen Kontakte. Vergeblich. Und dann sehen wir gemeinsam mit. Dann kamen wir gemeinsam mit Herrn Hildebrand an einer langen Sitzung zum Schluss, dass es vermutlich besser ist, wenn man ihn zurücktreten lässt. Und dann haben wir, der Bankrat, zusammen mit Herrn Hildebrand die Lage analysiert und sind zum Schluss gekommen, dass es ein Glaubwürdigkeitsproblem ist und es besser wäre, wenn er zurücktritt, zum Nutzen der Nationalbank und unseres Landes. Die Sitzung geht weiter. Soll man das E-Mail und den Kundenrapport der Öffentlichkeit zugänglich machen? Hildebrand wehrt sich. Wieder setzt sich der Bankrat durch. Nur so könne der Meinungsumschwung begründet werden. Offen bleibt einzig die Frage, wann wird der Rücktritt kommuniziert? Am Abend rufen Raggenbass und Hildebrand gemeinsam die Bundespräsidentin an. Sie teilen ihr den Rücktrittsentscheid mit, sprechen über den Termin. Man einigt sich, am Montag die Öffentlichkeit zu informieren. Am Sonntagmorgen ist alles anders. Über Nacht, so meine Recherchen, hat Hildebrand seine Zusage zurückgezogen. Er sei von drei Bundesräten ermuntert worden, weiterzumachen, wird mir aus seinem Umfeld zugetragen. Ich habe mich entschieden, eine Telefonkonferenz mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu machen am Sonntagmorgen. Haben wir auch gemacht und ich habe sie dann über den Stand, wie ich ihn damals hatte, ich habe sie informiert, dass dieses E-Mail noch jetzt bei den Akten sei und zusätzlich auch noch einen Visit-Report der Bank Sarasin. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir diese Belege noch einmal genau, wie wir das auch vorher gemacht haben, genau ansehen möchten, seriös überprüfen möchten und auch mit unseren Experten anschauen möchten und keine Stellungnahme abgeben wollten. Der Bundesrat stärkt Hildebrand den Rücken. Kein Rücktritt also. Am Abend nochmals Krisensitzung. Der Bankratspräsident ist dabei, aber auch Hildebrands Direktionskollegen Jordan und Darmting. Was jetzt genau passiert, darüber will niemand sprechen. Zum Schutz von Philipp Hildebrand, betont ein Teilnehmer. Am Abend um 7:30 rufen Sie den Anwalt von Hildebrand zu sich. Doch der bleibt hart und sagt, das Ganze sei eine politische Kampagne der SVP. Ein Rücktritt ausgeschlossen. Bern. Bundeshaus am Montagmorgen, 8.15 Uhr. Bankratspräsident Raggenbass, begleitet unter anderem von Nationalbank-Vize Thomas Jordan, sprechen bei der Bundespräsidentin vor. Sie seien kategorisch gewesen, heißt es aus dem Umfeld Hildebrands. Entweder gehe er oder wir. Die Beteiligten verweigern jede Auskunft. Jetzt gibt Hildebrand nach. Der erzwungene Rücktritt. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu dieser sehr kurzfristig anberaumten Direktsendung hier aus dem Medienzentrum des Bundeshauses. Der Anlass: vor knapp einer Stunde verbreitete die Schweizerische Nationalbank völlig überraschend ein Kommuniqué, in dem der sofortige Rücktritt von Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand angekündigt worden ist. Hildebrand, warum treten Sie zurück? Mr. Hildebrand, is it the pressure from abroad that has made you resign today? We're going to talk in there about it. Okay. Hildebrands Anwalt verlangte zuvor vom Bankrat, keine Details über das Seilziehen hinter den Kulissen zu verraten. Der Bankrat unterzeichnet die Stillschweigeklausel. Er will die Institution Nationalbank möglichst rasch aus den Schlagzeilen bringen. Philipp Hildebrand wird seinen Rücktritt als freiwilligen, selbstgetroffenen Entscheid darstellen. Guten
Nachmittag, guten Abend, meine Damen.